Ja, und absolut gespannt hier im Team von Jos Motorsport. Also wir sind auch mit dabei und begeistert bei diesem jetzt Start. In wenigen Sekunden geht es los. In wenigen Sekunden kommen die Fahrzeuge hier wieder herein bei Start und Ziel. Der fliegende Start wird vorbereitet und dann werden wir sehen, wer wird hier mit dabei sein. Auch Klaus Bachler, der hier dieses Rennen aus der Jos Sportgarage hier aus der Buchsengasse mitverfolgt. Ja, jetzt kommen sie über den Starthügel herein von der Schönbergkurve und sie nehmen schon jetzt die Startaufstellung ein und in wenigen Sekunden kommen sie hier vorbei bei uns bei Start und Ziel und dann werden wir sehen, wer wird hier am ersten die erste Kurve einfahren, hier am Red Bull Ring. Ja, jetzt die Jochen-Rindt-Kurve, jetzt kommen sie herein bei... Ja, wie spannend ist es jetzt hier in der Jotbox? Wer wird hier? Ist es der gelbe Porsche oder der gelbe Mercedes, der hier am Start? Ja, leider einen Platz verloren gegenüber dem BMW. Der Jos Porsche, und er kämpft jetzt schon in der ersten Kurve. Ja, wie spannend ist dieser Kampf um die Position und ganz ein harter Kampf zwischen den Porsche und dem BMW. Und wer wird hier jetzt oben in der Schönbergkurve ankommen? Wer ist das Fahrzeug? Ist es der Porsche? Ist es der BMW? Mercedes führt. Zweiter, der Porsche mit dem BMW. Ja, ein harter Kampf in den ersten Sektor des Red Bull Rings. Ja. Welch für eine Spannung. Ja, ganz gespannt ist Christian Engelhardt, der hier mitverfolgt, wie sein Partner hier mit dem Porsche Beinhardt seine Position verteidigt. Ja, ein tolles, spannendes Rennen von den 23 Piloten der ADAC GT Masters. Ja, und in den Nebenboxen wird geklatscht, wie hart ist dieses Rennen. Die Begeisterung von den Zusehern, die Begeisterung von den Technikern, Mechanikern. Ja, eine harte, eine spannende Situation hier zwischen Porsche, zwischen BMW. Und wir werden jetzt sehen, wer kommt hier jetzt als erster bei Start und Ziel vorbei. Ist es die gelbe Mercedes Mamba? Ja, die Mercedes Mamba kommt hier vorbei. Zweiter der Porsche. Und dritter der BMW, auch Christian Klins McLaren hat sich hier in einer guten Position von Startplatz 9 auf Startplatz 5 vorgekämpft. Ja, welch für eine Position, welch für ein Rennen. Und wie hart ist das hier? Windschatten. Windschatten fahren hier mit von Porsche und BMW. Ja, und es konnte sich noch Güven hier durchsetzen in der ersten Runde. Ja, und ein harter Kampf zwischen den zwei Porsche und BMW. Es gibt hier einen sehr, sehr harten Kampf und der BMW hat etwas mehr Downforce und Power hier hinauf auf die Schönberg. Und jetzt werden wir sehen, hinunter geht es jetzt mit vollem Angriff. Der Porsche konnte nochmals dieses verteidigen und jetzt gibt es wieder eine Windschattenschlacht zwischen Porsche und BMW. Und jetzt, wie hart ist dieser Kampf zwischen diesen zwei Fahrzeugen? Ja, jetzt hat der BMW, nein, noch nicht, also ein harter Kampf, also nicht nur zu verteidigen, sondern zu kämpfen um die Position. Ja, und jetzt reiht sich Güven hinten ein, hinter dem BMW und gibt den Schubert BMW jetzt den Vorsprung und jetzt muss Güven abdecken nach hinten, es kommt schon von hinten das nächste Fahrzeug, auch ein BMW und die BMW sind sehr, sehr stark hier am Red Bull Ring. Ja, wie toll ist dieses Rennen und wie spannend ist es hier, die Gesichter, alles ist ruhig hier in der Box von Jos Motorsport. Jeder beobachtet hier dieses. Und wir werden schauen, ob es jetzt hier. Ja, und jeder Kampf bedeutet auch Reifenverlust, Profilverlust bei den Porsche. Und somit hat auch jetzt Güven zu kämpfen gegen den nächsten BMW und im Hintergrund wartet schon Linde mit seinem McLaren. Also es ist eine Spannung geboten hier, die ersten Runden schon bei der ADAC GT Masters am Red Bull Ring. Das dritte Rennen, die zweite Veranstaltung. Ja, welch für eine Spannung hier bei diesem Rennen. Ja, und schon einen leichten Abstand hier die gelbe Mercedes Mamba.
Ja, Klaus, mit Spannung verfolgst du dieses Rennen und wie man sieht, die BMW sind sehr, sehr stark. Also die haben ein richtiges Hightech-Gerät hier für den Red Bull Ring. Ja, also speziell in der Anfangsphase waren sie extrem stark. Jetzt schaut es so aus, dass es ein bisschen sortiert hat. Kann auch sein, dass sie vielleicht einen niedrigeren Luftdruck bzw. einen höheren Luftdruck gehabt haben für die ersten Runden. Mal schauen, wie es sich jetzt weiterentwickelt und auch wie es über den Stint geht. Ja, der Mercedes sehr, sehr schnell und wie man sieht, der BMW holt jetzt auf den Führenden, auf den Marcello. Also eine Spannung ist geboten und Porsche tut sich relativ jetzt einfach schwer, hier die Position zu halten. Also ich sehe es nicht so. Also aktuell finde ich, fährt jetzt der Porsche sehr gut mit. Es war wirklich die ersten zwei Runden, wo im Prinzip der BMW richtig Druck gemacht hat von hinten. Aber jetzt, da schaut es eigentlich so aus, dass es ein bisschen sortiert hat, meiner Meinung nach. Ja, und wenn wir jetzt gerade eingeblendet sehen, wie wir jetzt gerade eingeblendet gesehen haben, der McLaren hat von B9 auf B5 aufgeholt, also ein Top-Auto auch für diese Serie. Ja, ist auch schön, wenn jetzt ein neues Auto wieder in der Serie mit dabei ist. Das Auto ist ja schon weltweit schon überall unterwegs und es ist auch schön, dass die jetzt im GT Masters wieder da sind und die sind auch sehr stark. Ja, eine Stunde ist lang und es wird sich noch viel tun hier bei diesem Rennen am Red Bull Ring, die dritte Rennveranstaltung von der ADAC GT Masters, ja, und der Klaus Bachler sitzt bei uns und wird nächste Woche beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit dabei sein, ja, ein tolles Rennen am Nürburgring nach Pausen wird wieder gestartet und wie freust du dich für die 24 Stunden? Ah, schon sehr, also ist immer eins meiner Highlights vom Jahr, wir sind gut aufgestellt, haben ein richtig gutes Paket, super starke Teamkollegen, also freue ich mich schon sehr drauf. Wer sind deine Teamkollegen? Martin Rackinger aus Salzburg und dann Patrick Billet und Alessio Piccarello. Ja, ein tolles Duo, zwei Österreicher mit dabei, Martin Rackinger, der sehr viel auf der VLN fährt. Ja, man sieht, es hat sich jetzt alles sortiert. BMW greift jetzt den Mercedes an, der Porsche hinten auf Abwarten gegenüber den nächsten BMW. Und wie gesagt, es wird spannend jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten, dann wird der Christian übernehmen. Ja, BMW probiert jetzt schon in der Außenkurve, wird sich nicht ausgehen. Ist sie nicht ausgegangen, ja. Ist natürlich auch fast nicht möglich, dass man da außen überholt, muss man ganz ehrlich sagen. Das war ein Wunder für mich, dass der da vorher vorbeikommen ist, der BMW. Aber man sieht, er drückt, er ist richtig stark. Das Rennen geht noch ein bisschen, also alles ist möglich. Ja, hat man gemeint, dass BMW hier so stark ist. Oschersleben waren sie zwar auch sehr, sehr stark, aber die Performance war eigentlich nicht so gegeben für die ADAC durch das Balance of Performance. Was hat sich da geändert? Ja, der BMW ist immer stark am Red Bull Ring, das muss man ganz klar sagen. Hat man in den letzten Jahren schon gesehen. Damit war zu erwarten. Und aber auch jetzt der Porsche ist voll dabei. Wir haben ein bisschen Gewicht rausgekriegt seit Oschersleben. Oschersleben hatten wir keine Chance und das hilft uns jetzt auch. Ja, wenn man so selbst im Cockpit sitzt und man so einen harten Kampf hat, wie ist das? Ist man da nervös oder sagt, das ist ein toller Kampf, den möchte ich jetzt gern haben? Na, das ist immer cool. Also speziell, wenn man ein gutes Auto hat, wenn man da wirklich mitfighten kann. Am Ende denke ich, dass das noch nicht ganz gegessen ist, das Ganze. Ich glaube jetzt, dass so, wenn es so weitergeht, könnte das bald mindestens ein Dreikampf da vorne um Platz 1 sein. Aber jeder Kampf, den was man da sieht, ja, jede Abnutzung vom Reifen ist ja irgendwann zum Schluss raus nicht mehr so optimal.
Wie siehst du das jetzt? Er kämpft zwar extrem, der BMW, aber die Reifen sind natürlich auch zu schonen. Ja, ja, natürlich, aber man hat ja einen Boxenstopp. Beim Boxenstopp kann man nochmal den Luftdruck anpassen. Das heißt, man weiß ja aktuell nicht, wer was für einen Luftdruck hat. Für mich schaut es so aus, dass die besten Karten eigentlich jetzt der Drittplatzierte hat, der Porsche. Die ersten zwei, dass die eigentlich jetzt anfangen zu kämpfen. Aber nach dem Boxenstopp kann sich alles wieder ändern. Aber da sieht man jetzt wieder BMW, was der für einen Bauer hat. Ja, schon, aber ich würde ihn jetzt eigentlich wieder vorbeilassen im Marcello. Macht auch, weil im Endeffekt ist er Kurve 3 offline gewesen. Und das heißt, es hätte sowieso nur Diskussionen gegeben. Jetzt schaut die Welt wieder anders aus. Hoffentlich berühren sie nicht und es fliegt keiner ab. Ne, hat geklappt. Ja, ein harter Kampf hier in der Spitze. Und man sieht ein BMW, ein Mercedes, ein Porsche, ein McLaren. Und dann kommen die Lamborghinis, also man sieht, die Balance of Performance ist sehr gut eingestuft. So schaut es aus. Und eins muss man noch ein bisschen berücksichtigen, man weiß nicht, wer jetzt alles neue Reifen drauf hat. Im Grid habe ich gesehen, dass der Mercedes 2 nur drauf gehabt hat, der Porsche 4 neue. Und ich weiß nicht, was die BMW gemacht haben, aber das kann auch noch einen Unterschied machen. Also ich denke, dass der BMW, was jetzt führt, auch neue Reifen drauf gehabt hat. Hätte er keine neuen Reifen, dann ist er aktuell wirklich überlegen. Ja, Schubert Motorsport Chef erfreut sich selbst hier über die Führung jetzt in der achten Runde. Ja, ein tolles Rennen hier, einmal in der Anfangsphase dieser ADAC GT Masters, hier das dritte Rennen am Red Bull Ring. Ja, auch im hinteren Feld wird gekämpft um die Positionen. Hier das Fahrzeug von Elliott Riesing gegen ein Lamborghini von der Freiorganisation, von der Freigruppe. Ja, auch hier sehr, sehr spannende Positionskämpfe und es geht um jeden Punkt und um jede Position. Ja, Klaus, wenn man da so sieht, da würde normalerweise hier mitfahren. Wie viel wird man da mit? Ja, ich muss sagen, ich werde schon gerne dabei. Ich würde gerne jetzt in Kübitz ein Auto setzen, vorne um B1 mitkämpfen, aber ist leider nicht so. Also dann schaue ich mir jetzt das Rennen an. Ja, wie man jetzt hört auf der Start-Zielgeraden, es zieht sich jetzt das Feld schon etwas auseinander. Also die Spitze ist schon etwas entfernt jetzt von den hinteren Fahrzeugen. Ja, eine Stunde ist lang und es kann sich sehr, sehr viel ändern. Das Wetter wird vermutlich halten hier für dieses Rennen, das dritte Rennen bei der ADAC GT Masters am Red Bull Ring. Ja, und es freut uns sehr, dass jetzt Klaus uns hier einige Worte dazu sagt, live hier mit dabei zu sein bei diesem Rennen hier am Red Bull Ring. Ja, nächste Woche sein Einsatz bei den 24 Stunden am Nürburgring. Immer eine Spannung und natürlich die Vorbereitung für sein Rennen 24 Stunden Nürburgring. Wie bereitest du dich da vor? Also jetzt im Prinzip macht man die Vorbereitung ja über das Jahr. Also wenn ich jetzt anfange zu trainieren, ist vielleicht ein bisschen zu spät. Wichtig ist halt, dass man gut ausgeschlafen dorthin geht. Es ist eine lange, anstrengende Woche. Dass man einfach mental ordentlich vorbereitet ist.
viel trinkt, viel Nahrung zu sich nimmt, damit dass man auch dann wirklich auch am Ende des Rennens noch stark ist. Ja, Klaus, jetzt haben wir den Boxenstopp hinter uns. War die Strategie richtig so? Ist er richtig ausgekommen? Hat er etwas verbessern können? Also zumindest nach hinten ist aber alles erledigt. Also die hinter ihm, die haben einen großen Abstand jetzt. Jetzt hängt es nur davon ab, was die ersten zwei machen. Ob die im Prinzip vorne bleiben. Dazu müsste ich mehr die Sektorzeiten sehen, dass ich da mehr sagen kann. Also aktuell, ich denke, sie machen einen Schritt nach vorne, der Christian. Aber die Frage ist, ob es reicht, dass sie wirklich einen Platz gut machen. Ja, schauen wir mal. Also in wenigen Minuten, jetzt ist es das Boxenstoppfenster. Ja, man sieht ja, der Kampf ist beinhart da oben. Es geht um die mittleren Plätze, also die fahren nicht mehr auseinander. Ja, das ist ein bisschen sinnlos, muss man ganz ehrlich sagen, was die da machen. Aber im Endeffekt, ja, ich weiß gar nicht, wer da jetzt im Auto sitzt. Ja, die haben sich jetzt fünfmal berührt, den letzten halben Kilometer. Ah, ist Mies und Wieshofer. Ich glaube, die werden jetzt ausfallen, ja. Ne, ist noch knapp geworden. Es schaut nicht gut aus jetzt. Dann ist einer der lachende Dritte. Der holt jetzt beide. Aber wie siehst du das jetzt aus der Sicht der Rennleitung? Wird da schon Strafen? Ja, ja. Ja, also ich sag einmal, das, was jetzt zum Schluss passiert ist, also von Wieshofer, ich glaube Wieshofer war es, also das muss jetzt bestraft werden, das ist ganz klar. Ja, das war schon ein bisschen extrem jetzt, also, und es ist ja gar nicht ungefährlich. Nein, aber ich meine, man sieht es jetzt im Replay, also der letzte Move, also das war jetzt, keine Ahnung. Ja, wenn wir da gerade gesehen haben, die Tribüne wieder voll belegt, also die Leute, die Fans sind wieder gekommen und sehen hier auch ein spannendes Rennen. Ja, also das war, wenn der jetzt Drive-Through kriegt oder Stop-and-Go, dann würde ich es nicht verstehen. Also ich glaube, das schaut jetzt nicht gut aus für den Lamborghini.
ja, sehr hart und nicht gerade gentleman-like. Also wir sehen jetzt gleich, gibt es hier eine Strafe. Ja, und das Zeitfenster hat jetzt noch ein paar Minuten offen und dann geht es richtig heiß her um die letzten. Ja. Und ja, und das Fahrzeug von Luki Auer hat die Pole Position und wir verfolgen jetzt auch von der DTM hier den Start. Ja, Klaus, auch ein toller Starterfeld bei der DTM. Ja, ja, definitiv. Also bin gespannt. Luki, ja, nicht den besten Start. Ich glaube nicht, dass er vorne ist. Ich glaube, der BMW ist jetzt vorne. Ja, aber zweiter Platz. Alles gut. Ja, der Luki ist sehr, sehr schnell in seinem Mercedes. Leider hat er jetzt ein bisschen den Start verschlafen, wie wir gesehen haben. Aber ein richtig tolles Starterfeld. Ja, jetzt geht es in die Steilkurve hinein und richtig toll in der Lausitz hier. Und zugleich hier bei der ADAC am Red Bull Ring. Ja, es bewegt sich sehr viel in der GT3. Und jetzt fährt die Mamba raus, der Mercedes. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob die Position hält oder... Oh, jetzt werden wir gleich sehen, also jetzt kommt der Porsche und der Mercedes kommt aus der Box heraus, es wird sehr, sehr eng, ja, und jetzt hat Porsche hat jetzt, was sagst du dazu, eine tolle Strategie von Jos Motorsport, das Auto schnell, früh, rechtzeitig reinzuholen, die Türe offen beim BMW, also das sieht sehr, sehr gut aus hier in der Jos-Box. Jetzt könnte sogar sein, dass der BMW disqualifiziert wird, wenn die Türe nicht geschlossen werden kann. Ja, jetzt schauen wir mal. Jedenfalls, der Porsche ist jetzt auf B2, die Mercedes, die Mamba. Schauen wir mal. Ja, die Türe ist wieder geschlossen, hey, oder? Die Tür ist offen. Also, das könnte sein, dass der an die Box muss. Also das wäre natürlich auch ein Pech für BMW, ja, und die Führung würde jetzt dann das Porsche-Team von Jos Motorsport übernehmen, ja. Welche eine tolle Strategie, allein schon der Boxenstopp hier, diese Zehntelsekunde herauszuholen, um erster einzubiegen nach dem Boxenstopp vor der gelben Mamba von Marcello. Ja, und wir werden jetzt sehen, wie wird jetzt entschieden bei dem BMW. Ist die Türe immer noch offen? Ja, sie ist immer noch offen und... Sollte die Rennleitung... Ja, die Türe ist immer noch offen beim BMW und wie meinst du, wie die Rennleitung hier entscheiden wird? Oder muss? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also normalerweise ist es ja nicht regelkonform, dass die Tür offen ist. Das heißt, es könnte sein, dass er in die Box kommen muss und das reparieren muss. Und dann ist natürlich auch das Rennen gelaufen. Ja, und das Fahrzeug von Junkadea auch auf Abwägen hier in der ehemaligen Bosch-Kurve. Ja, und der BMW, die Türe weit offen. Das heißt eigentlich normalerweise, er muss an die Box kommen, die Türe zu schließen und somit geht es dann wieder weiter für ihn. Ja, ein Pech natürlich hier für den BMW, aber guter Zweitplatzierter jetzt der Porsche von Christian Engelhardt und Etienne Güven, der hier einen tollen ersten Stint gefahren hat, kämpfen musste in den ersten zwei Runden um die Position 2 und 3. Also ein spannendes Rennen hier in der Box von Jos Motorsport. Ja, und wie sieht es hier aus bei der DTM? Na, ich habe es jetzt nur kurz geschaut, also Luki ist Zweiter. Spannender Leiter schalten auf B1. Ja, das freut uns natürlich sehr. Unser
Österreicher, unser Tiroler, der Wörgler Lucky Auer. Der das erste Rennen in Portimao gewinnen konnte. Ja, welch für ein Einstand für Lucky Auer in der DTM, die auch mit GT3-Fahrzeugen, mit dem Reglement der SS, der S. Ja, und hinten drückt jetzt der Patrick. Ja, der Christian Klien hat das Fahrzeug übernommen, dem McLaren, und ein harter Kampf jetzt zwischen Patrick Niederhauser auf Audi und dem McLaren. Ja, Spannung ist hier geboten. Also wie siehst du diesen Kampf gerade? Ich habe es jetzt noch nicht genau gesehen. Ich glaube, Christian ist gerade überholt worden, aber ich habe das Manöver nicht gesehen. Christian ist ein bisschen zurückgefallen, weil die haben Penalty Lap gehabt, weil der Boxenstopp ist irgendwas daneben gegangen. Ja, das ist natürlich auch ein Becher für den Christian Klien. Vielleicht zu früh hinausgefahren aus der Boxengasse und somit hier eine Strafe ausgefasst. Ja, es gibt hier extrem harte Kämpfe bei dieser ADAC GT Masters und wir wollen natürlich hier dieses verfolgen. Und wie toll ist es auch hier gleichzeitig zu verfolgen, was geschieht bei der DTM. An der Lausitz hier auch 29 Fahrzeuge am Start, ein tolles Starterfeld. Ja, Klaus, weil wir gerade der DTM schauen, liebäugeln mit der DTM, wie wäre das für dich? Also im Endeffekt bin ich großer Fan, von generell Motorsport-Fan. Natürlich schaue ich mir die DTM auch an, ich schaue mir auch das GT Masters an. Dazu will ich jetzt gar nichts sagen. Also im Endeffekt, normalerweise habe ich ADAC GT Masters diese Saison gefahren und jetzt aktuell, zwei Tage vor dem Rennen, hat sich das dann leider, ist das nicht mehr so. Dann schauen wir mal, was die Saison noch alles bringt. Aber würde das die DTM für dich auch etwas wäre? Also wäre das auch etwas für dich, die DTM mit zu bestreiten? Ja, natürlich. Also würde ich gerne dort fahren, aber wir sind jetzt mitten in der Saison. Wer weiß, was noch alles passiert. Ich würde niemals nie sagen. Das Leben hat immer irgendwie Überraschungen. Aber schauen wir mal, was noch alles passiert. Ja. Ja, du als Porsche Werkspilot, DTM war ja für Porsche nie ein Thema. Durch die Reglement konnte Porsche niemals mitfahren bei der DTM und seit heuer fix dabei. Und siehst du für die DTM, also für den Porsche Potenzial, dass der da vorne mitfahren kann? Ja, definitiv. Also am Ende ist es eine BOB-Sache. Wie man auch sieht, heute hier kann der Porsche vorne mitfahren. Ist immer abhängig von der BOB. Im Endeffekt will jeder nur, dass er eine Chance hat, dass er vorne mitfahren kann. Und das werden die Organisatoren sicher so machen, dass auch jede Marke irgendwo eine Chance hat, um Siege zu kämpfen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, damit es einen Ausgleich gibt und wie man auch hier sieht bei der ADAC GT Masters, also die ersten Plätze, die ersten 5, 6 Fahrzeuge, mehrere Marken. Und so ist auch eine Spannung geboten. Ja, Christian Klien leider vom B4 zurück auf B9 gefallen und jetzt werden wir gleich sehen. Aber wie man sieht, die Rennleitung greift nicht ein bei dem BMW. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist die Tür schon zu. Ich weiß es nicht. Ja,
Ja, Christian Klien hat jetzt hart zu kämpfen hier um seine Position, jetzt in den Top 10 noch mit seinem McLaren. Und jetzt kommen schön langsam die Audis von hinten. Also man sieht auch, der Audi wird von Runde zu Runde schneller. Und wir werden jetzt sehen, kann sich ein Audi unter den ersten fünf halten. Aber so... Was war da jetzt? Also Niederhauser ist schnellster Achter, gell? Bester Audi. Da ist irgendwas passiert, ne? Ja. Ja, ein typischer Rennunfall. Tür ist zu. Ja. Okay. Also wie man sieht, der Christian, der kommt jetzt schon wieder etwas näher von Runde zu Runde. Also es könnte noch sehr, sehr spannend werden. Jetzt in der letzten 15 Minuten, die hier noch laufen bei der ADAC GT Masters, das dritte Rennen, die zweite Veranstaltung am Red Bull Ring. Ja. Und wir werden jetzt gleich schauen, gibt es hier eine Strafe für Hürden? Die Türe ist wieder geschlossen und... ja, leider... leider unverschuldet. Leider unverschuldet zu einem Reifenschaden gekommen, der Mercedes. Und wir sehen jetzt den Führenden immer noch. Ja, die Tür ist geschlossen. Und Christian Engelhardt drückt jetzt schon von hinten. Also es könnte noch spannend werden, wenn der... Also man sieht, das kommt immer näher. Es sind noch 15 Minuten, ja. Also bin gespannt, wie das läuft. Ja, Klaus ist gespannt und wir werden sehen, geht sich's aus für... geht sich's aus für einen Stockerplatz ganz oben. Christian Engelhardt hat mir kurz vor dem Start beim Interview gesagt, wir wollen gewinnen, wir wollen ganz nach oben. Ja, wir sind gespannt. Geht sich's aus? Ein tolles Rennen hier zwischen dem BMW, zwischen dem Porsche. Und die Spannung ist hier geboten bei diesem Rennen am Red Bull Ring. Robert. Robert, komm schon mal her, springe zu mir. Darf schon schauen. Ist ja wurscht, das sind Rennautos. Das kann springreiten. Ja, Robert, du bist heute Gast hier bei der ADAC GT Masters und wir sehen ein spannendes Rennen. Du als der Porsche-Mann in dem Stall von Porsche und hier ein tolles Rennen von Christian Engelhardt. Ja, ich bin natürlich hier auch, um meinen Fahrer, den Ayhan Can Güven, der letztes Jahr für uns gefahren ist, im Porsche Supercup zu unterstützen und zu besuchen. Und natürlich kenne ich auch den Christian Engelhardt sehr gut, ist jahrelang in den Markenpokals unterwegs gewesen von Porsche. Und beide Fahrer, ein Wahnsinnsjob. Also der BMW ist ja sehr stark. Man muss jetzt bitte verstehen, dass ich nicht ganz unparteiisch sein kann als großer Porsche-Fan. Und ich muss sagen, Ayhan Can, super Startphase. Ich glaube, Grundstein schon im Qualifying gelegt. Und dann auch gut verteidigt, richtig positioniert. Und es ist auch wichtig, das Auto ganz zu lassen am Anfang. Weil gerade in der Startphase, wenn du eigentlich auf der Geraden nicht das schnellste Auto hast, kannst du dir sehr leicht eine Beschädigung holen. Und das hat er super gemacht und der Christian hat das Auto übernommen. Und schauen wir, wo die Reise noch hingeht. Wir haben noch 13 Minuten circa.
Ja, und wir schauen jetzt, und er drückt ja schon von hinten und der Abstand wird immer geringer. Ja, und da hat man das gesehen, das Malheur bei BMW, die Türe war nicht ganz geschlossen, der fährt los. Normalerweise müsste er an die Box kommen, die Türe schließen. Er hat sie zum guten Licht zugebracht und somit ist keine Disqualifikation. Ja, ich schmunzeln müssen. Ich habe eine ähnliche Situationen erlebt in meiner V18er Zeit bei Zagspeed damals. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe sehr kurze Arme und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es damals nicht geschafft, die Tür zuzumachen. Und in dem Fall ist es gelungen und ich bin immer für einen fairen Sport und ich soll es auf der Rennstrecke ausfahren und am Ende soll der Bessere und der Schnellere gewinnen. Aber es ist ganz klar, wenn wir die Daumen drücken. Ja, aber wenn man das jetzt sieht, also der Christian kommt immer näher, gell? Das Näherkommen ist ja das eine, aber das Überholen das andere. Ganz genau, du sagst es völlig richtig. Einholen ist eine Sache, aber dann, also das Aufholen, aber dann das Vorbeifahren ist eine andere. Wichtig ist jetzt, dass er sich die Reifen doch nur einteilt, weil gerade man muss sehr viel, jetzt um die Zeit gut zu machen, muss er sehr viel natürlich den Reifen nutzen. Und der Christian ist erfahren genug. Er wird maximal eine Chance haben, schätze ich mal. Die muss gut vorbereitet sein. Momentan fehlen ihm vielleicht nur 2-3 Wagenlängen. Auf der langen Geraden wird es schwierig, also er muss irgendwie natürlich Druck ausüben und dazu braucht er besonders die Hinterachse. Das heißt, beim Rausbeschleunigen muss er so dran sein, dass er mit dem Windschatten mitfahren kann, um den Vordermann einfach unter Druck zu setzen. Ja, man hat es gesehen, schon die ersten zwei Runden beim Start, wie schnell der BMW, wie der gedrückt hat. Also das war ja für Adrian ja gar nicht einmal so leicht, hier vorne das zu halten. Also man sieht, der Porsche ist schon gegenüber dem BMW etwas unterlegen im Topspeed. Ja, der Porsche war noch nie der schnellste Rennwagen, sage ich mal, was auf der Geraden oder auch im Sportwagensektor auf der Autobahn. Also wenn man schaut, so, was in Deutschland so alles erlaubt und möglich ist nach wie vor. Aber der Porsche ist einfach ein super, was die Aerodynamik angeht, was den Unterboden angeht, besonders der R. Super effizientes Auto. Aber, muss ich auch dazu sagen, es braucht auch die Piloten, die am Porsche fahren können. Und darum ist es ganz richtig, dass Porsche seit vielen Jahren ihre Nachwuchsfahrer, wie jetzt auch den Eihandschan oder dass die vorher mit Klaus unterhalten, aus dem Markenpokal holt. Weil im Markenpokal ist man es gewohnt, ohne ABS, ohne Traktionskontrolle, mit ganz wenig Aerodynamik. Das heißt, das Auto bewegt sich viel und da ist man es gewohnt, so ein Auto quasi so schnell wie möglich am Limit oder auch einmal über dem Limit zu bewegen. Und im GT Masters, wo du ja mehr Aerodynamik hast, ist es eigentlich für so einen Fahrer wie für einen Eihandschan, ist es jetzt eigentlich leicht, unter Anführungszeichen, es ist nie leicht, schnell zu sein, aber leichter, das Auto zu bewegen. Ja, wie du sagst, die Stammpiloten bei Porsche, der Eihandschan, der gehört ja eigentlich zur jungen Truppe und man sieht ja, sie halten sich ja die guten jungen Leute, wie den Klaus Bachler, den Christian Engelhardt, das sind ja immer Fahrer, die ja aus der Porsche Familie herauskommen. Ja, ganz genau. Gott sei Dank hat man das bei Porsche verstanden. Man hält sich die jungen Wilden, die Gurden, die Talente, die schnell sind, bis irgendwann einmal die Alten sind, nämlich die mit viel Erfahrung. Und selbst dann wird man sich den Fall Bergmeister und Co. oder auch, ich habe den Wolf Hensler vorher im Vorlager getroffen, ehemaliger Formel-3-Kollege von mir. Also auch dann schaut man, dass man sich die Burschen, in dem Fall dann die jungen Männer, weiterhin irgendwo in den eigenen Reihen hält, die beschäftigt mit verschiedenen Aufgaben. Und da ist Gott sei Dank das Unternehmen, gerade Porsche Motorsport, eigentlich größer als wie jedes andere. Wenn man schaut, was die weltweit an Markenpokals machen, auch im Sprint Challenge Bereich, GT4 Bereich. Und super, dass die das nach wie vor so durchziehen. Ja, wenn man das sieht, wir haben ja aus Österreich mehrere Piloten, den Richard Lietz, der schon seit bald 20 Jahren bei Porsche ist, der aus Junior gekommen ist und dann einen Werksvertrag bekommen hat, der auf der Langstrecke fährt, der was Le Mans fährt, also Richard Lietz, sehr erfolgreich. Ja, Richard ist ein guter Freund auch von mir und ich muss sagen, einer der besten Rennfahrer, die wir in Österreich, wenn man alleine schon seine Erfolge anschaut, die er geholt hat, international, Daytona, Le Mans, alles mehrfach, also einer der erfolgreichsten österreichischen Rennfahrer. Es ist halt so oft in Österreich zu oft, oder ich sage mal nicht beim Fan und das Format, bei dir hat ja auch viele Motorsportfans, Gott sei Dank, gibt es die und nicht zu wenig in Österreich, aber die große Mehrheit schaut halt doch nur Formel 1 und da ist es halt so, wir haben im Rennen ja den Christian Klien, ist ja auch ein Freund von mir, den kenne ich eigentlich noch viel besser, weil der war auch bei uns einmal in der Racing School und als ehemaliger Formel 1 Fahrer merkst du, musst du da aber auch erst deine Sporen verdienen. Also Formel 1 natürlich das Größte, was man im Motorsport erreichen kann. Ich habe es selber nie geschafft, aber ich bin ein riesen Formel 1 Fan
und darf jetzt manchmal ein bisschen gescheiter her im Fernsehen, aber der Motorsport ist viel mehr als die Formel 1 und das beweist das ADAC GT Masters, das beweist der Gerhard Berger mit der DTM, ich sage einmal, das beweist selbst der Porsche Supercup und darum finde ich toll, dass du das auch so quasi übermittelst in deinem Format. Ja, danke Robert. Macht man natürlich gern, der Insider weiß es und wir möchten das natürlich mehr verbreiten und natürlich hinaus posieren. Und es freut mich ja immer wieder, dich zu sehen als der Moderator bei den ein oder anderen Formel 1 Rennen mit dabei zu sein und du hier deine Kommentare gibst. Sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich, das Glück muss man ja auch haben. Bleib da. Dies Glück muss man ja auch haben, jetzt gleich zwei von eurer Garde, zwei Profis hier mit dabei zu haben, die bei Porsche ja viel gemacht haben und selbst mit dabei sind. Und wenn wir jetzt schauen, jetzt haben wir noch 6 Minuten und der Abstand wird immer enger jetzt zwischen dem BMW und dem Porsche. Also es könnte sich noch ausgehen. Meint, kommt der Angriff, Klaus, was meinst du? Also ich sehe jetzt nur da auf Platz 5, Platz 4, also in Sven Müller, also der schaut auch sehr, also ist sehr nah dran. Könnte schon sein, dass der noch was probiert, da vorne ist auch ganz knapp. Schauen wir mal, ich denke, der BMW ist schon stark auf der Geraden, das heißt, es wird nicht einfach sein, irgendwo die Position zu finden, dass man jetzt wirklich reinstecken kann. Aber wer weiß, also am Ende, ein Platz 2 und ein Platz 5 ist auch aktuell ganz gut und ein paar Minuten geht es noch. Genau gleich, weil wir haben vorher schon darüber geredet, aufholen und einholen ist eine Sache, vorbeifahren ist auch immer mit einem Risiko verbunden und es sind super Positionen und Platzierungen und wertvolle Punkte. Ich glaube, er wird maximal eine Chance haben, die muss er sich vorbereiten und dann für sich selber entscheiden, ob es sich auszahlt, so viel Risiko einzugehen, weil ohne Risiko wird es schwierig werden auf der Geraden, da bin ich ganz beim Klaus. Ja, ich glaube auch, dass es extrem schwierig wird, aber es könnte noch spannend werden, die letzten zwei Runden. Wir sind echt gespannt, ob jetzt der Angriff kommt von Christian und wir werden jetzt echt schauen und wir würden uns natürlich freuen um eine. Entschuldigung. Wir würden uns natürlich freuen um eine Spannung hier noch bei den letzten Minuten hier, die letzten Runden hier bei der ADAC GT Masters, das dritte Rennen am Red Bull Ring, die zweite Veranstaltung. Ja. Und wieder mit Leuten. Robert, du siehst ja das selber immer wiederum in der Formel 1, dass die Leute wieder mehr kommen. Was meinst du? Die Fans. Ja, Gott sei Dank. Über die letzten 2 Jahre wollen wir eh nicht reden. Ich bin halt selber ein Fan und selber ein Motorsport-Fan, weil es ist auch mal ganz klasse, wenn man eine Woche ist, wo die eigenen Autos nicht im Kreis fahren und mal zuschauen kann. Also deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal, was da gleich passiert. Jetzt kommt schon, das geht sich nicht aus, aber man sieht, Porsche, schneller Sven Müller, auch ein Pilot, der mal für Lechner Racing gefahren ist, der für uns auch den Porsche Supercup gewonnen hat. Und deswegen kann ich da nicht ganz unparteiisch sein. Ich habe es vorher schon gesagt. Ja, aber man sieht auch, der Porsche von Elliott Racing, der ist ja im Hintermittelfeld gestartet und da sieht man schon das Potenzial. Was sagst du, Klaus? Ja, also erst einmal haben wir eine sehr starke Fahrerpaarung. Wenn man ein fehlerfreies Rennen macht, hat man immer eine Chance, dass man nach vorne kommt. Das zeigen sie jetzt gerade damit. Im Endeffekt könnte das Sven, denke ich, schneller fahren. Aber vorbeikommen wird schwierig. Die beste Möglichkeit hat eigentlich hier runter. Aber da ist er immer ein bisschen zu weit weg. Das heißt, ich bin gespannt, was das Sven macht. Also das Potenzial hat er definitiv, dass er noch auf B4 geht, aber ob er das Risiko eingeht, wird man sehen. Ja, der Sven Müller ist ja eigentlich in der Endphase immer ein beinharter Kontrahent, aber ein fairer Kontrahent. Also ich glaube, das könnte noch spannend werden zwischen dem BMW und dem Porsche. Robert, ich finde das super, dass ihr zwei heute da sitzt, ganz locker, du kein Rennauto auf der Rennstrecke, also kannst du dich mal entspannen. Ja, bin total locker, aber jetzt schauen wir mal. Der Sven Müller ist alles andere als locker, der will unbedingt noch vorbei, der will unbedingt auf Platz 4 und er weiß auch, er muss sich vielleicht eine unübliche Stelle suchen für einen Angriff, um diesen zu platzieren, weil das klassische Überholmanöver aus dem Windschatten heraus wird sehr, sehr schwierig, also ich glaube, das wird nicht möglich sein und ja, da, die schenken sie nichts, da wird die Strecke und mehr ausgenutzt, also jeder
schaut jetzt natürlich, dass er die Vorderachse schont, dass er nur so viel lenkt, wie er muss. Und der Sven, ich habe das Gefühl, er hat noch ein bisschen mehr in seinen Reifen drinnen. Kann das Auto ein bisschen besser positionieren. Ja Klaus, wenn du jetzt in der Position wärst, wie wäre deine Taktik? Also eine Sache würde ich noch sagen, also man sieht, also die sind beide voll am Limit. Beide sind in der ersten Kurve über die Begrenzung hinausgefahren. Also das, sag ich mal, einmal wird, wenn sie das machen, wird der Rennleiter wegschauen. Aber wenn sie das jede Runde jetzt machen, kann das schon gefährlich sein, dass sie auch eine Strafe kriegen. Aber das heißt, die probieren jetzt alles, die riskieren jetzt volle Kanne. Es darf keiner einen Fehler machen, weil dann ist vorbei. Also der BMW vorne, wenn der einen Fehler macht, dann ist vorbei. Ja, wird noch spannend. 2 Minuten haben wir noch auf der Uhr und jetzt wird hier schon ganz nervös jetzt vorbereitet für den Zieleinlauf hier beim JOS Motorsport Team. Ja, Robert, wie oft bist du schon an der Startlinie gestanden und das beobachtet, wenn deine Jungs im Carrera Cup, im Supercup über die Linie gefahren sind, noch einen Kampf gehabt haben? Ja, ich habe da eigentlich sicher nicht mitgezählt, weil es war mir eh ziemlich wurscht. Aber schau, jetzt fährt er vorbei. Ja, das ist genau die Stelle, wo er vorher schon mal sich leicht gezeigt hat. Rindkurve, ja. Jochen Rindkurve, die vorletzte Kurve. Also mit viel Risiko, oder Klaus? Ist er da jetzt wirklich noch vorbeigegangen? Und es ist eine eher unübliche Stelle. Es ist nicht ausgeschossen, aber es ist eine eher unübliche Stelle. Jetzt muss er nur verteidigen. Weil jetzt kommt natürlich der BMW, jetzt kommt er mit viel Leistung und jetzt geht es bergauf. Der Kurve 1 zu Kurve 2 wird jetzt nochmal sehr entspannt. Ja, jetzt muss er auf jeden Fall innen bleiben. Aber glaubst du, war das eine Runde, nicht eine Runde zu früh, Klaus? Hey, der Sven ist schneller. Aktuell, jetzt hat er sich verbremst. Ui, schade. Jetzt der BMW einen Vorteil, hätte ich gesagt, aber doch nicht. Also der Sven ist sicher schneller aktuell. Das bedeutet, im Normalfall, wenn der Fehler jetzt nicht passiert wäre, wäre er jetzt vorne weggefahren. Jetzt, denke ich, schaut es gut aus. Also, weil im zweiten Sektor, was jetzt ist, ist der Sven schneller mit dem Porsche und das denke ich, er hat dann genügend Abstand auf Stadtziel, dass der BMW keine Chance mehr hat. Ja, man sieht ja, er kann jetzt ganz leicht wegfahren. Also Robert, ist das fast in den Tüchern bei Porsche hier um diese Platzierung? Ja, super Rennen gefahren und wichtig ist auch immer, dass man überholen wird schafft, ohne den anderen zu berühren, weil das zeigt eigentlich, dass man wirklich schneller ist, wirklich überlegen ist und es war super vorgetragen. Podium war natürlich noch schöner, aber das holt hoffentlich der Eihandschan, wollen wir es nicht verschreien, mit dem Christian Engelhardt. Ich glaube Platz 2, sie sind von Platz 2 losgefahren, Platz 2 im Rennen. Die Punkte und das Ergebnis, das nehmen alle gern mit hier bei JOS. Ja, eine Runde noch, also 10 Sekunden, also es wird jetzt eigentlich eine tolle Platzierung hier für das JOS-Team. Ja, kann man nur jetzt schon gratulieren und für Porsche natürlich. Oder gibt es noch einen Angriff, Klaus, Mensch? Nein, ich denke, der BMW auf Platz 1, der war das ganze Rennen souverän, muss man ganz klar sagen, im ersten Stint, auch jetzt im zweiten Stint. Ich denke, vorne bleibt es und auch beim Sven auf Platz 4, das bleibt auch, der fährt aktuell davon und viele Meter haben wir nicht mehr, dann ist das Rennen beendet. Ja, es schaut jetzt wirklich so aus, also dass Christian den B2-Platz nach Hause bringen wird und ein tolles Ergebnis hier in der JOS-Box. Ganz genau, also warten wir, bis sie über die Ziellinie sind. Ansonsten Christian Klinger auf Platz 10 aus österreichischer Sicht und der Mick Wieshofer, der ist auch mal bei mir gefahren, auf den schaue ich natürlich auch ein bisschen, auf Platz 14, der hat ziemlich, ziemlich ausgeteilt, ziemlich gewütet zwischendurch, aber so kenne ich den Mick. Also hat er Strafe dafür bekommen, das habe ich nämlich nicht gesehen, Nein. Weil meiner Meinung nach war das schon ein bisschen über dem Limit, speziell die letzte Aktion. Aber ich habe es ja gesehen, ob er Strafe dafür bekommen hat. Also noch eine Runde, also ja. Ich glaube, es sieht gut aus. Jetzt haben wir ganz eine neue Situation im Kurzfluss. Mal, weil der so nervös ist und aufgeregt ist vor dem Zieleinlauf. Na. Wie geht
juckt es dir eigentlich, wenn du zuschaust? Also bei mir ist einmal aktive Zeit schon ein bisschen länger her, aber wenn ich zuschaue, dann juckt es mir auch immer wieder. Du sitzt ja natürlich nur aktiv im Auto, zwar nicht dieses Wochenende, aber du wirst den Job meiner Meinung nach genauso erledigen und das weißt du genauso. Also wenn ehrlich bin, ich würde jetzt gern tauschen. Also ich würde nicht gern hier sitzen, sondern ich würde da gerade auf Platz 2 rumfahren. Das wäre jetzt so ein Traum, wenn ich dort in den Auto sitzen könnte. Weil man sieht, der hat einfach bis zum Ende ein Auto, wow, jetzt wird es nochmal knapp, bis zum Ende ein Auto, wo er um einen Sieg kämpfen kann und das wird jetzt nochmal richtig knapp, aber okay, ich glaube, so wie ihn Christian einschätzt, der macht jetzt keine Harakiri-Reaktion, der nimmt den zweiten Platz mit, aber es zeigt einfach, sie hatten wirklich ein starkes Rennen heute, eine starke Performance und bis zum Schluss um einen Sieg gekämpft. Ja, super, und jetzt ist es dann auch amtlich und aktuell. Danke, Klaus. Super, Gratulation. Auch Applaus hier beim Team Jus Sportwagentechnik. Ja, wenn du drin gesessen hast, dann zuerst geworden. Okay, danke. Ja, eine tolle Geschichte jetzt hier, eine Stunde hier dieses Rennen verfolgt, mit zwei Profis, mit dem Klaus Bachler, mit dem Robert Lechner. Ich sage recht herzlichen Dank, eine tolle Geschichte, Klaus. Danke vielmals, Robert, hat mich gefreut. Hey, Ayhan-chan, my friend, what a race, what a start, because basically your start and your perfect qualifying, P2, was the baseline for the race today. And then you had to defend really hard, and at the end, it was a podium, P2, well done. Yeah, thank you. It was not easy in the beginning with BMWs, too much top speed on the straight, but yeah, then I tried to keep tires good for Christian, and Christian was super fast, yeah, but it's for sure it's not easy to overtake BMWs, but pace was there, car was great, thanks to all teams, and yeah, tomorrow we focus and we try to get more points. And now you need to go to the podium, and tomorrow you do it all over again. Best of luck. Thank you. Well done. Sorry. Ja, ich habe gedacht, du kannst Englisch und nicht kannst Deutsch. Das machen wir okay. Schon. Aber ein super toller Erfolg, Robert. Was sagst du jetzt zu diesem Einziehen? Ich weiß, er ist ein richtiger Fighter. Er ist ein real Beast, ein real Fighter. Und hat es heute einmal mehr gezeigt. Das ist wichtig fürs Team. Es ist noch sehr früh. We're still early in the championship. Still early. Yeah. I mean, not talking championship, but we have good points. Yeah, we have good points. 1P5, 1P2. So, yeah. We will see. Ja, thank you. Ja, Michi, wir haben das jetzt bei dir eine Stunde in deiner Box verfolgt, Klaus Bachler und Robert Lechner. Sie waren sehr begeistert jetzt von diesem Rennen. Es war sehr, sehr spannend und auch für euch sehr, sehr hart. Ja, das war sehr, sehr hart. Auch nervenkitzelnd, ja, vom Start an weg, über den Boxenstopp eigentlich bis zur letzten Runde. Wie gesagt, noch zwei Runden länger hätten wir vielleicht einen Angriff starten können, aber wir sind überglücklich über den Erfolg jetzt. Ja, der Christian hat probiert, in der letzten Runde noch einmal anzugreifen. Also, aber ein sicherer zweiter Platz ist da, glaube ich, vielleicht besser, als vielleicht ein Risiko einzugehen. Das stimmt, vollkommen. Ja, toll, gratuliere. Und die Jungs werden sich freuen jetzt heute. Der Sieg für die BMW und der zweite Platz für Jos Motorsport. Ja, wirklich für ein tolles Rennen hier in der ADAC GT Masters. Der zweite Platz für Porsche. BMW gewann und Mercedes Dritter. Ein tolles, hart umkämpftes Rennen heute hier bei der ADAC GT Masters im zweiten Veranstaltung und das dritte Rennen.